Herzlich willkommen zu unserem Video. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über den Automarkt 2023. Anschließend werfen wir einen Blick auf die neuesten Firmengründungen vom 3.1.2024. Automarkt 2023, besser gefahren, aber nicht über den Berg. Der Automarkt der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein ist 2023 um 11,6% gegenüber 2022 gewachsen. Nach 26.948 Neuimmatrikulationen im Dezember, dem stärksten Kalendermonat des zu Ende gegangenen Jahres, konnte die Viertelmillion-Marke mit insgesamt 252.214 Personenwagen noch übertroffen werden. Dennoch blieb das Autojahr 2023 deutlich unter dem langjährigen Vorpandemieniveau von rund 300.000 Registrierungen zurück, was auf die konjunkturbedingt schwache Nachfragesituation zurückzuführen ist. Bei den elektrisch aufladbaren Steckerfahrzeugen, Elektroautos und Plug-in-Hybride konnte zwar mit 30,1% ein neuer Markteinteilsbestwert erreicht werden. Doch weiteres E-Wachstum bleibt eine Herausforderung. Der rasche Ausbau der Ladeinfrastruktur und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Elektromobilität sind Grundvoraussetzungen dafür. Den ganzen Bericht von Autoschweiz finden Sie auf unserer Website aktuellenews.tv. Am 3.1.2024 wurden 89 Firmen in der Schweiz gegründet. Davon 16 Firmen in der Region Bern, 11 Firmen in der Region Luzern und 10 Firmen in der Region Tessin. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns auf www.medienbooster.ch oder unter der Gratistelefonnummer 0800 Search. Sie finden uns auf YouTube unter HelpTV oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Insta unter Handelsregister TV. Wir freuen uns über Ihr Like und Ihr Abonnement unseres Kanals.